Ich habe zwei leibliche Kinder und neben mir seht ihr meine Frau, das ist die Anano aus Georgien und ihre Tochter und meine Stieftochter. Hallo. Für die Freiheitsrechte unserer Kinder und definitiv gegen diesen Testzwang in den Schulen und gegen die Maskenpflicht für unsere Kinder. Ich denke, die Kinder sind das schützendste Wesen, das es überhaupt gibt in unserer Gesellschaft. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sehr viele Menschen für das eintreten. Meine Tochter geht BAföG, das ist eine Kindergartenschule. Und meine Tochter sollte nächstes Jahr die Matura machen. Jetzt kriege ich gestern von der Direktorin ein Schreiben, dass meine Tochter sie testen lassen muss, wenn sie die Schule will. Wenn sie sie nicht testen lassen, darf sie nicht in die Schule. Ja, ich mache mir jetzt Sorgen, meine Tochter, weil wenn sie nicht in die Schule geht, sie kann keine Schularbeit schreiben, sie kann keinen Test machen und nächstes Jahr zur Matura, sie kann kein Praktikum im Kindergarten machen, ohne dass sie sie testen lässt. Und ich mache mir echt Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Ich bin der Johann, ich bin Vater von zwei Kindern, die Nele ist 8, die Anja ist 16. Die Nele geht in die Volksschule, die muss zweimal in der Woche testen. Ich habe mir die Anleitung durchgelesen vom Test, ich habe es der Schule geschickt, ich habe es den Lehrer geschickt, ich habe es der Direktion geschickt, ich habe es den Herrn Fassmann geschickt, dass eine korrekte Durchführung vom Test nicht möglich ist. Meine Tochter ist 8, die sitzt alleine in der Klasse. Und nicht alleine, mit ihren Schulkollegen. Und da werden über 20 Kinder in jeder Klasse genötigt, dass sie selbst testen. Sie können das nicht fachgerecht durchführen, sie können das nicht richtig machen. Das ist wirklich an jeden geschickt. Und man kriegt nichts zurück und die werden trotzdem dazu gezwungen und genötigt, dass sie es machen. Und meine große Tochter ist 16. Die muss ich testen lassen, damit sie zwei Tage in der Woche in die Schule gehen darf. Muss sie einmal testen lassen. Wie arg ist das? Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich hätte mir das nie erträumt, dass das irgendwann einmal so weit kommt, bei uns und mit unseren Herren Politikern. Das Freitesten waren alle dagegen. Und beim Eintrittstesten für Kinder stimmen sie auf einmal zu. Ich finde, die müssen sich schämen, müssen sich verstecken und man darf gar nicht mehr sehen. Und dieser Testzwang ist eine Form der Diskriminierung. Das muss sofort aufgehoben werden. Das heißt immer, wir sind gegen diesen Zwangstest. Mir geht es hier um den psychischen Druck, der auf unsere Kinder aufgebaut wird. Mir geht es um die sozialen Kontakte unserer Kinder. Und ich glaube, wir müssen dafür aufstehen und alles dafür tun, dass unsere Kinder eben nicht depressiv werden. Dass unsere Kinder nicht in der Schule sitzen und Angst davor haben müssen. Habe ich die tödliche Krankheit der Welt oder nicht? Weil das wurde ihnen seit einem Jahr erklärt. Und jetzt sitzen sie da in der Schule und müssen darauf warten, kommt ein Strich oder kommt ein zweiter auch noch. Und da geht es um den psychischen Druck dahinter. Und das ist für mich auf keinen Fall akzeptabel. Ich habe mittlerweile mit über Hunderten von Eltern Kontakt aufgenommen, wo die Kinder bereits diagnostizierte schwere Depressionen haben und vom Pharmakonzern mit Antidepressiva behandelt werden müssen, da sie mit Suizidgedanken drohen. Und das kann und darf in Österreich nicht passieren. Es gibt viele Leute, die studieren in der Schule, die einfach nicht mehr können, die einfach zornig sind. Ich bin Vater von zwei Kindern. Letzte Woche habe ich mit meiner Tochter gesprochen, die ist 11 Jahre jung. Wisst ihr, was die zu mir gesagt hat? Papa, ich glaube, ich lasse mich impfen, weil ich will wieder ein normales Leben haben. Die Tränen sind mir ausgeschossen, Leute. Ich habe gewarnt und war fertig mit den Nerven.
Ein 11-jähriges Kind will sich impfen lassen, dass er ein normales Leben hat. Die Ängste haben sich geschürt. Traurig, weit sind wir gekommen. Aber nicht mit uns, Leute! Nicht mit uns! Österreich steht auf! Wie man vielleicht den Kindern ein bisschen helfen kann, dass sie wieder glücklicher werden. Was man da machen kann. Weil, bitte, lasst ein bisschen Zeit in der Natur verbringen mit den Kindern. Lasst es ein bisschen spielen wieder, damit sie auch schöne Momente haben und nicht alles so düster ist, wie jetzt zum Beispiel die Welt gerade gezeichnet wird. Gebt ihnen ein bisschen schöne Momente. Und nehmt euch bitte ein bisschen Zeit, wirklich mit den Kindern zu reden, hört ihnen zu, fragt sie, was ihre Sorgen sind. Und vielleicht könnt ihr ja ein paar von den Sorgen abnehmen. Schön, dass so viele für die Kinder aufstehen. Diese Bilder, die werden ja meistens in den Medien verschwiegen. In den Medien wird gezeigt, dass ganz wenige für ihre Kinder aufstehen. Und es ist wichtig, dass man das Gegenteil zeigt. Und genauso ist es mit uns. Wir müssen unsere Kinder verteidigen. Wir sind sofort, hallo! So viele schöne Fahnen, jetzt schwenkt die Fahnen einmal. Alle Fahnen schwenken! Alle Fahnen schwenken! Und wir werden uns weiterhin bemühen, egal wer sich politisch einmischt, dass das geordnet, aber laut und unbeugsam weitergeht, bis diese Regierung weg ist und zurücktritt. Diese Regierung ist schwerst angezählt. Eine Regierung mit einem Finanzminister, der Hausdurchsuchung hat, das ist wie wenn man einen Bock zum Gärtner macht. Das hat unser Land nicht verdient. Liebe Leute, ich bin kein großer Sprecher, aber ich bin eine Oma. Thomas. Und ich liebe meine Enkel über alles. Und das, was sie jetzt mit ihnen machen, für das gehe ich auf die Straße. Diese Regierung hat sich nicht an die Gesetze. Der VfGH hat sämtliche Verordnungen gekippt. Und trotzdem lassen sie unsere Kinder mit FFP2-Masken in die Schule laufen. Zwangstesten! So geht das nicht! Die Überlegung war die, dass sie in den Spitälern keine Drainage vorgenommen müssen. Das heißt, wenn die Intensivstationen voll sind, dass man sagt, der muss sterben oder der nicht. Freunde, wir haben die Spitälerdrainagen, aber nicht in der Covid-Station, in der Psychiatrie, in der Kinderpsychiatrie. Man kann die Kinder gar nicht mehr behandeln. Freunde, wir dürfen das nicht zulassen. Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Und ich habe die Nase voll, ständig für diese Herren im Hamsterrad zu laufen und ständig neue Einschränkungen in die Freiheit von uns und unserer Kinder zuzulassen. Und damit muss endlich Schluss sein. Ich habe zwei Kinder, ich habe auch eine Stieftochter und ich bin direkt von diesen Maßnahmen betroffen. Meine Tochter und mein Sohn können am Montag, weil Oberösterreich beginnt Montag die Schule, nicht zur Schule gehen, weil sie nicht testen wollen. Bei dieser Menschenmenge, die jetzt hier am Karlsplatz im Resenpark steht, diese Menschenmenge, mit der wollen wir signalisieren, Finger weg von unseren Kindern! Ich als Nicht-Elternteil bin hier vielleicht ein schlechter Redner, aber dennoch, ich war selbst ein Kind und das, was unseren Kindern momentan angetan wird, das ist eigentlich für mich nicht tragbar. Ich denke, dass das hier heute das wichtigste Thema ist. Deshalb stehen wir alle heute hier im Wrestlepark und nicht irgendwo anders. Denn es geht um unsere Kinder, es geht um die Freiheit unserer Kinder, um die Rechte unserer Kinder und dass sie endlich wieder miteinander in die Schule gehen können.
man uns da antut. Ich möchte einfach, dass unsere Kinder wieder ihre Freiheit und ihre Jugend genießen können, dass sie wohlbehütet aufwachsen und gesund ihre Seele entwickeln, ihre Psyche entwickeln können, so wie es für ein Kind gedacht ist. Und damit möchte ich mich eigentlich schon wieder verabschieden. Ich will, dass das alles wieder sauber über die Bühne läuft, was hier die Regierung macht, und nicht so auf diese perfide Art und Weise, wie es gerade passiert. Hallo, und zwar habe ich meine Arbeit verloren, ich bin Krankenschwester, ich habe als Pflegeassistentin gearbeitet und wollte nach 8 Monaten bei 100% Arbeitsleistung 9 Stunden täglich die scheiß Maske nicht mehr tragen. Man kann mit den Alten nicht kommunizieren, sie verstehen einen nicht und man wird krank davon. Und das Wort ist im Volksbegehr. Und ich habe nicht unterschrieben. Ich verhandle nicht über meine Grundrechte. Es ist mein Grundrecht, frei zu atmen. Wir haben die Wahl. Wir können im Gleichschritt mit marschieren oder unserer Stimme folgen, um aufhören nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl. Wir könnten auch mal was riskieren oder uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt will, hör auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen uns zu lieben, wir sollten anfangen Mensch zu sein. Ich bin selber Familienvater von 4 Kindern und sehe das nicht ein, liebe Regierung. Ja, mein Sohn ist zu Hause. Ich habe vor am Sonntag vorige Woche der Schule ein E-Mail gesendet und habe geschrieben, mein Sohn kommt nicht in die Schule. Das ist staatsfeindlicher Kindermissbrauch, der Test. Ja? Dann habe ich noch dazu geschrieben, sollte es Pflegepersonal oder geschultes Personal in der Schule geben zum Testen, werde ich mir es überlegen. Die Antwort war, das brauchen Sie nicht. Das ist von der Regierung so genehmigt, dass die Kinder selber den Test machen dürfen. Finde ich nicht gerecht, weil auf der Beschreibung steht, von einem Fachpersonal. Ich bin auch betroffen, ich will euch erzählen, ich habe 3 Kinder, 2 davon 10 und 13 Jahre alt, sie leben beim Vater. Der Vater ist ein Anhänger der sogenannten Zero-Corona-Bewegung. Wie auch immer, er hat meinen Kindern angeschaffen, sie sollen die FFP2-Masken tragen, solange sie es schaffen. Und ich mache mir riesige Sorgen und bin diesbezüglich machtlos. Ich möchte jetzt noch 1-2 Sätze zur Regierung sagen. Auch ich bin wütend, weil die Regierung weiß, dass diese PCR-Tests nicht genügend, bei weitem nicht genügend aussagekräftig sind. Zum Thema Kinder. Ich habe 4 davon. 2 davon sind ganz klein, 5 und 6 Jahre alt und verstehen überhaupt nicht, was da gespielt wird. Sehen, sie können nicht mehr mit ihren Freunden spielen, in der Schule ist es nicht normal, leiden furchtbar drunter. Und mein Sohn hat selbst eine Demo-Rede verfasst, für eine Demo am 5. September in Graz. Die möchte ich heute hier noch einmal vortragen. Sie hat nur 3 Sätze. Liebe Freunde, jedes Mal, wenn ihr einen Marienkäfer seht, müsst ihr euch ganz fest wünschen, dass Corona vorbeigeht. Und wenn das genug Menschen tun, dann wird es passieren. Jedoch ist es nicht möglich, dass Schülern etwas zugemutet wird, was selbst Erwachsenen nicht zugemutet werden kann.
Ja, es geht um die FFP2-Maske. Schüler können nicht den ganzen Schultag pausenlos eine derartige Maske tragen. Punkt. Ich habe gerade von einem Lehrer aus dem 10. Bezirk in Wien einen Brief von einem seiner Schüler erhalten. Die Kinder durften frei schreiben und der Brief soll heute hier vor allen Eltern vorgetragen werden. Sebastian Kurz. Es hat mit 2020 begonnen. Ein oder zwei Jahre hat Covid gedauert. Dann ist Sebastian Kurz gekommen. Dann machte er einen Lockdown. Und es war immer Lockdown. Zu Silvester war Lockdown. Und ich kann mit meinen Freunden oder meiner Familie nicht rausgehen. Sebastian Kurz hat unser Leben zur Hölle gemacht. Und noch Impfung und Spritze. Sebastian, keiner mag dich. Wie schaffst du es, dass du nicht gekündigt wirst? Einen Applaus für den Kinderkurs! Ich bin Physiotherapeut und habe im medizinischen Bereich gearbeitet. Und ich kann euch sagen, bei 8000 Patienten, die ich behandelt habe, ist keine Krankheit deswegen entstanden, weil ein Virus da war. Oder ob man eine Maske trägt oder nicht. Oder ob man getestet wird oder nicht. Krankheit entsteht im Kopf. Krankheit entsteht, wenn man Angst hat. Krankheit entsteht, wenn man sich falsch ernährt, nicht mit der Natur verbunden ist, keinen Sport betreibt, wenn man die Familienverhältnisse nicht beachtet. Dann entsteht Krankheit. Aber sicher nicht deswegen, ob man getestet oder nicht ist. So, jetzt habe ich jemanden ganz besonders. Und zwar aus Tirol, der uns aber heute sagen möchte. Sagen wir mal ein bisschen, bitte schön. Also, 1955 haben wir die Freiheit Österreichs erlangt. Biegi und Raab sind mit dem Rosenkranz durch Wien marschiert. Und wir haben die Freiheit erlangt durch das Gebet. Und wir sind nicht gegen unsere Regierung, obwohl sie Deppen sein, sondern wir beten für unsere Regierung, damit sie wieder zu Kopf kommen. Wir Tiroler haben einen großen Sinn für die Fasnacht. Und momentan haben wir Fasching. Wir ertragen das noch, aber vielleicht nicht mehr lange. Und wir werden für die Regierung beten, für die Freiheit Österreichs. Und ich kann Ihnen sagen, wie es ausgeht. Wir 1955 mit der Freiheit Österreichs. Und die Regierung tut gut daran, in sich zu gehen und dieses Kasperltheater zu beenden. Gelobt sei Jesus Christus. Vielen Dank dafür. Und es ist eine Qual, was sie mit unseren Kindern machen. Es ist nicht mehr zu ertragen. Diese Lockdowns sperren unsere Kinder ein, treiben sie in die Einsamkeit, in die Isolation. Meine Kinder sind traurig. Wirklich traurig. Das macht mich als Mutter wütend. Und das sollte euch alle wütend machen. Lasst euch das nicht gefallen. Finger weg von unseren Kindern. Ich bin ein einfacher Arbeiter, nämlich Maurer. Und ich wollte mich halt ein bisschen weiterbilden in dem Leben. Aber es wurde mir massiv erschwert aufgrund von Corona. Besser gesagt durch das Distance-Learning. Nämlich, die Schule hat uns bekannt gegeben, dass wir nicht mehr mit einer Maske in einer Klasse sitzen dürfen, sondern in Zukunft nicht mehr alles über den Computer. Und ein Maurer, so wie ich, der kommt halt mit einem Computer nicht ganz aus. Und dann ist es natürlich so weit gewesen, dass ich meine Noten in Statik, an Zweier und, sie immer verschlechtert haben. Ich habe dann eine Nachricht an die Schule hinterlassen und habe meinen Rückzug bekannt gegeben. Es ist mir ein großes Anliegen, die zweite Klasse abseits von E-Learning zu wiederholen, um meiner zukünftigen Verantwortung und dem dazugehörigen Verständnis gerecht zu werden. Ich bin einmal, wenn ich poliert bin, der oberste Chef von der Baustelle. Wenn bei mir beim Gerüst jemand runterfällt, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn der Herr Kurz, wenn die Bevölkerung infiziert wird und immer mehr Infizierte gibt,
dann sagt die Bevölkerung ist schuld. Das kann ich als Polier nicht. Ich kann nicht sagen, der Arbeiter ist selbst schuld, weil er runtergefallen ist. Ich stehe vorm Gericht und muss mich verantworten für etwas, was ich niemals in meinem Leben gelernt habe. Und das Schlimmste ist nicht, wenn einer runterfällt. Das Schlimmste ist, wenn die Frau und die Kinder zu mir kommen und sagen, warum hast du auf meinen Ehemann und Vater nicht aufgepasst? Und das kann ich nicht verantworten und deshalb habe ich diesen Entschluss gezogen. Es lebe Wien, Tirol und Österreich. Und wir lassen uns nicht ausgrenzen. Wir reißen aus Tirol und wieder ein. Und alle Wiener und alle, die hier da sein, versammelt, kommt nach! Dass wir erstens der Jugend wieder Hoffnung machen, dass es bald wieder normal wird. Wenn nur 5% von Wien aufstehen werden, waren 8.000-9.000 Leute auf der Straße. Wir haben gezeigt, dass wir Tiroler trotz dieser Einschränkung, dass wir ein Sperrgebiet aufgrund von irgendeinem blöden Mutationsvirus sind, dass wir eingesperrt werden. Es gibt immer eine Lösung und wir lassen uns nicht einsperren. Und wenn es wir schaffen, schafft es ihr schon. Und uns wird niemand aufhalten. Niemand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Wir sind erwerben von der Regierung für die Gesundheit instrumentalisiert. Sie haben Angst vor Nähe und jedes menschliche Wesen braucht Nähe, um zu überleben. Und genau deswegen gehe ich für meine Schülerinnen und Schüler auf die Straßen. Liebe Leute, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich beim Morgenteam bedanken. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier seid. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Spenden. Aber wir werden mehr und mehr, das ist nicht mehr für mich verantwortbar, diese Veranstaltung aufrecht zu erhalten. Es freut mich, dass ihr hier werdet. Wir machen weiter, wir bleiben laut und wir werden mehr. Diese Veranstaltung auflösen und rechtlich richtig mache ich das jetzt so, dass ich diese Veranstaltung für beendet erkläre und ich bitte euch, diesen Platz zu verlassen. Dankeschön.